Ja, hallo liebe Malawi-Freunde und ich denke mal auch allgemein Aquaristik-Freunde. Wie der Titel schon sagt, möchte ich mich heute mal mit dem Thema Aquariumpflege, Reinigung und so weiter beschäftigen. Ja, aus dem Grunde, ich werde öfter mal gefragt, Mensch, deine Becken sehen immer so sauber aus und wie machst du das und so weiter. Tja, die sind gar nicht so sauber. Das sieht nur so aus. Also es ist, wie gesagt, ich bin Biotop-Aquarianer und ich stoße immer wieder auf das Problem, dass viele Probleme in Aquarien haben, weil sie eben, ich sag's mal ganz ehrlich, zu sehr sauber machen. Weil Mulm und so weiter ist eine Ästhetikfrage. Die meisten Aquarien stehen im Wohnzimmern. Ne? Die Wohnzimmer sind ordentlich gepflegt, hast nicht gesehen. Und da muss ein Aquarium natürlich auch schick aussehen. Da darf kein Dreck, kein Mulm drin sein und sowas. Und so ist schon mal einer der größten Probleme und Fehler, die überhaupt entstehen in der Aquaristik. Ich habe auch schon öfter mal auf YouTube Videos gesehen, wo gezeigt wird, wie man ein Malawi-Aquarium sauber macht, indem man die Steine beiseite nimmt, rausrollt, den Mulm absaugt und so weiter. Jo, super, alles toll. Damit mache ich mir mal die Biologie kaputt. Sorge eigentlich dafür, dass die Tiere gestresst sind. Ne? So, meine Jungs sind jetzt gerade beleidigt, weil ich denen nichts zu fressen gegeben habe, sondern gleich mit dem Video gestartet bin. Ich sag mal so, es ist eine Ästhetikfrage, woran meistens das Ganze scheitert. Wenn man jetzt mal hier mal ein bisschen bei mir hinschaut, dann sieht man, da ist kein großer Dreck. Das ist kein großer Mulm oder was so Kuros. Zwischen den Steinen, jo, definitiv, hundertprozentig, ist so. Da können wir auch in die anderen Becken reingucken. Oh, hier. So, man sieht das. Ja, die denken natürlich, dass jetzt gibt es hier was vom Allerfeinsten. Hier drüben genau das Gleiche. Es sind sogar Sedimentablagerungen auf den Steinen drauf. Also, da tut sich das nichts. Hier drüben genau das Gleiche. Ja, auch die sind natürlich jetzt der Meinung, da gibt es was, kann ich auch gleich nebenbei machen. So, auch hier ist natürlich auch zwischen den ganzen Steinen und sowas, klar ist da Mulm zwischen, aber der Mulm hat natürlich auch was Positives, was richtig Positives. Ich kann hier drüben auch gerne mal reinschauen. So, hier. Also, ich kann euch versprechen, diese Aquarien werden im Bodengrundbereich, was Mulmabsaugung und sowas angeht, nicht ein einziges Mal, auch nur ansatzweise gereinigt. Das Einzige, was hier gereinigt wird, ist zum Wasserwechsel die Frontscheiben sauber machen. Das war's. Punkt. Ansonsten ist für mich Mulm als Biotop-Aquarianer nichts Schädliches, im Gegenteil, es ist sogar sehr positiv. Warum überleben bei mir so viele Jungfische? Und hier sind wirklich massig Jungfische drin, von jeder Art. Wirklich alles vertreten. Das Schwert umwimmelt das ohne Ende. Genauso hier drüben im Becken. Überall in allen Ecken und Nischen wirklich von jeder Art Jungfische drin sind und wirklich auch extrem gut groß werden. Ohne dass ich besonders zufüttern muss oder was auch immer. Ganz einfach Flocken reichen völlig aus. Holen die sich schon. Und ansonsten, solange sie sehr klein sind, gerade entlassen worden sind, finden Sie alles im Mulm, weil der Mulm ist eine Grundlage biotoptechnisch für Mikroorganismen und so weiter. Und Mikroorganismen haben wir immer im Aquarium. Und jeder, der jetzt sagt, ja, das macht aber meine Fische krank, der hat ein ganz anderes Problem. Dessen Fische haben ein schlechtes Immunsystem. So, wenn ich auf die Wasserqualität nicht achte, dann habe ich natürlich ein richtiges Problem. Und wenn ich ständig das Becken auseinanderreiße, um Mulm rauszusaugen und so weiter, zerstöre ich jedes Mal das Biotop. Deswegen läuft bei mir zum Beispiel der Wasserwechsel nur als Durchlaufwasserwechsel, die Pumpenfilter laufen alles weiter. Die werden einmal im halben Jahr oder sowas gereinigt. Ne? Und das war's. Ansonsten ist Mulm nicht schädlich, definitiv nicht. Das Einzige, wofür wir sorgen müssen, ist wirklich eine sehr gute Wasseroberflächenbewegung und eine sehr gute Durchlüftung. Eine Durchlüftungskombi ist zum Beispiel, so wie hier mit einem Sprudelstein und dann eben, wie ich schon öfter mal erwähnt habe, mit dem Diffuser. Ne? Und was natürlich auch extrem wichtig ist, eine sehr stark bewegte Oberfläche. So, das ist bei mir Grundvoraussetzung in allen Aquarien.
dass die Wasseroberfläche wirklich stark bewegt ist. Ne? Das ist extrem wichtig. Auch hier sehr stark bewegte Oberfläche mit Durchlüftung, Durchlüftungsstein. Und das sorgt dafür für die Entgasung. Ich sag's mal so, gerade im Bereich HMF entsteht hier natürlich echt Problem. Gerade weil hier in meinem Becken sind natürlich immer eine gute Umwälzung drin. Das heißt, es wird auch genügend Mulm aufgewirbelt und vom Filter abgenommen. Das hat man beim HMF natürlich nicht. Deswegen bin ich auch kein großer Fan von HMF. Also HMF ist für mich wieder so eine Liga, wo ich sage, das Hobby darf nichts kosten und ich muss Geld sparen. Das ist ungefähr die gleiche Riege wie ich kaufe mir lieber ein Eheim, spar Filter und wundere mich, dass die Biologie im Becken nicht zurande kommt und dieser Filter alle 3 Wochen jämmerlich versagt. Ne? So und so. Und die arbeiten hier nun mal im sehr dichten, in sehr hohen Besatzdichten im Malawi-Bereich. Und da ist es einfach Pflicht, einfach eine vernünftige Filterung zu haben. Also von daher, HMF, gut und schön. Aber dementsprechend bringt auch nichts, wenn man dann eine starke Strömung reinhaut und Umwälzung macht. Ja, dann fliegt der ganze Kram natürlich irgendwann durchs Becken, aber wer soll es abnehmen? Die Biologie kann nur einen gewissen Prozentsatz von Mulm und sowas zersetzen, auf Dauer, und das braucht auch seine Zeit. Das ist ja auch ein biologischer Prozess, der stattfindet im Becken. So, und da ist natürlich keine Pumpe, die das dann abnimmt. Ne? Das ist die Problematik beim HMF, also von daher kann ich immer nur sagen, wirklich gute Filterung ran, so dass wirklich auch freischwimmender Mulm durch Umwälzung abgenommen werden kann und fertig. Ne? Ansonsten ist es der Tatsache so, dass hier wirklich auch sämtliche Jungfische, die hier im Becken sind, ich kann ja mal kurz was so Lullern da reinschmeißen, dann kommen die ganzen Zwerge da vielleicht alle raus. Man sieht sie da schon zwischendurch. Wirklich massenweise da drin. Ja. Und da brauche ich mir keine Gedanken machen, die kommen alle durch. So, da sieht man sie auch schon. Die wissen jetzt mittlerweile auch schon Bescheid, was Phase ist. Also von klein bis mittelgroß bis groß. Da ist alles bei. So, da sieht man sie auch rauskommen. So, und wie gesagt, was wichtig ist, halt gerade diese Jungfische, die finden im Mulmbereich wirklich auch Kleingetier. Selbst die Großen finden in dem Mulm Kleingetier. Man sieht hier auch die ganzen Jungtiere dazwischen, also die gehen über, das geht durchs ganze Becken so, ne, von jeder Art. Und das ist extrem wichtig. Das ist wirklich extrem wichtig, dass wir den Mulm drinnen lassen. Wir brauchen auch nicht hier vorne in diesem vorderen Bereich. Es wird hier wirklich niemals abgesaugt. Nicht einmal. Ich mache meine Wasserwechsel als Durchlaufwasserwechsel, so wie ich es im anderen Video mal gezeigt habe. Und das war's. Mehr passiert da nicht. Da wird nichts gereinigt oder sonst irgendwas. Das ist wirklich extrem wichtig. Die Fischbewegung im Becken, so wie jetzt zum Beispiel, oder wenn ich Granulate reinschmeiße, dann wird es natürlich extrem, die Fischbewegung. Die wirbeln genügend auf, was dann von der Strömung abgenommen wird, von den Pumpen. Also wie gesagt, das ist eine Ästhetikfrage und es ist sogar so, dass wir den Mulm, wenn wir Mulm im Becken lassen, dass weniger schädlich ist, sich eine gute Biologie entwickelt, als wenn wir ständig das Becken auseinanderreißen, sauber machen und rumfummeln und so weiter. Becken in Ruhe lassen, Biologie in Ruhe lassen, läuft das Ding. Dann haben wir keine Probleme. Immunsystem der Tiere ist gesund, topfit, dann passiert da auch nichts. Mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt so ein 6000 Liter Becken haben oder sowas, mal, wie wollt ihr denn da den Mulm und sowas absaugen? Auch da ist genau das Gleiche. Wie gesagt, das ist eine Ästhetikfrage und daran scheitert das. Also, so als Tipp, das ist natürlich auch meine Erfahrung, mein Ding, wie ich damit umgehe und so weiter. Ich mache es ja auch schon ein bisschen länger. Und auch ich habe früher mal angefangen und habe immer wieder, ja, oh, guck mal, hier ist dreckig und absaugen. Und ja, bis ich festgestellt habe, irgendwann, nee, totaler Kokolores. Ne? Das geht auch ohne.
wieder. Man sieht es ja auch hier in den Becken. Kann hier drüben nochmal rüber gehen. Ich weiß nicht, da sieht nichts dreckig aus. Kann ich jetzt nicht behaupten. Also, ne, da sind keine Mohnablagerungen. So, wenn ich mir die Tiere angucke, wie gesagt, die haben top Immunsystem, die stehen super da. Die haben keine Probleme. Also kann es nicht am Mulm liegen. Ja, auch hier rüben, genau das gleiche. Die Jungs sind quietschfidel, wachsen wie Haubitzen. Ja, also wie gesagt, das ist, da muss man jeder mal drüber nachdenken. Lasst es nach dem Mulm abzusaugen, braucht ihr nicht. Sorgt für eine gute Filterung, eine gute Umwälzung. Und vor allen Dingen eine extrem gute Wasserbewegung, Wasseroberflächenbewegung und Durchlüftung. Dann kann euch Mulm wirklich Bananenlatten egal sein. Ab und zu beim Wasserwechsel die Frontscheibe putzen und alles ist paletti. Die Tiere danken euch das, indem sie wirklich ein Top-Immunsystem entwickeln und schlicht und ergreifend gesund sind und denen auch alles andere nichts anhaben kann. Ob Bakterien oder sonst irgendwas, dafür haben wir halt UV-Laufen, dass auch die Keimdichte ein bisschen gesenkt ist. Da passiert dann gar nichts. Und wichtig ist halt eben, dass eine Entgasung stattfindet. Und da müssen sich ganz besonders die Leute, die mit HMF arbeiten, Gedanken machen. Die haben natürlich ein ganz anderes Problem, ne? Weil, wie gesagt, da fehlt der Motor, der natürlich dann den Mulm und den Dreck, der aufgewirbelt wird, dann abnimmt. So, da muss natürlich dann auch wirklich mit einer extrem starken Durchlüftung gearbeitet werden, weil sonst entsteht im Boden eine Gasung, die dann auch aufsteigt. Das kann so weit gehen, dass wenn die Fische dann im Bodengrund rumwühlen, da wirklich Blasen aufsteigen. Und hier in meinem Becken, Entschuldigung, ist es tatsächlich so, die können doch ruhig im Boden buddeln, da steigen keine Blasen auf. Ne? Also, wie gesagt, muss sich mal jeder mal Gedanken drüber machen. Wie gesagt, also ich finde, es ist eine Ästhetiksache. Und biotoptechnisch ist es tatsächlich so, dass das Ganze wirklich mehr Sinn macht und die Aquaristik auf Dauer auch mehr Spaß macht, wenn man es einfach lässt. Einfach drin lassen. Es ist Natur. Ihr findet es in jedem Fluss, in jedem See, selbst im Meer. Malawisee als Beispiel, wo wir hier nur bei unseren Malawis sind. Ich sag mal, wenn da mal schlechtes Wetter ist, dann kannst du da keine 30 cm im Malawisee gucken, weil die Sedimente aufgewühlt worden sind. Was von der Natur auch so gewollt ist und wichtig ist, weil sonst würden auch am Ende sogar die Algen ersticken. Das ist eben so, das, was uns so als in der Natur als Vorbild gilt. Ne? Es ist halt immer so eine, es ist halt immer eine Ästhetiksache. Es ist genau das gleiche wie mit Algen. Ne? Jetzt bei uns sind Algen gewollt, aber in allen anderen Aquariensparten ist Algen der Todfeind. Dabei ist Alge für uns Aquarianer eigentlich ein Zeichen, echt, das läuft, das Becken ist wrong. Im Grunde genommen ist es einfach nur Ästhetik. Die Alge gehört genauso als Pflanze dazu im Aquarium wie jede andere. Ne? Das ist, wie soll man sagen, das ist halt einfach nur, das ist einfach nur so irgendwann mal so als Iber angetan, abgelegt worden. Und so hat sich halt da dieses Algenproblem entwickelt. Ne? Klar habe ich natürlich auch ein Problem, wenn Algen jetzt, was weiß ich, Fadenalgen oder sonst was, natürlich extrem explodieren. Aber dann liegt es wieder da dran, da muss ich mir Gedanken drüber machen, keine Mittelchen reinhauen, sondern schauen, wo liegt das Problem. Und das ist dann meistens das Biotop, was dann in Ordnung ist. Das sind auch meistens so eine Aquarien, die dann ständig durchgeputzt werden, Bodengrund abgesaugt, weil kein Mulm da sein darf und so weiter, alles auseinandergerissen wird, die Tiere gestresst werden und so weiter. Ne, das ist, nee, also selbst im Holland-Aquarium habe ich den Riesenvorteil, dass ich da wirklich im Biotopbereich arbeite und Pflanzen und sonst was einen das danken. Das ist wirklich Fakt und Phase. Ich könnte euch hier Videos zeigen von meinen Becken. Dieses Becken war zum Beispiel mal Südamerika-Becken, als Seimler-Becken aufgestellt. Ne? Da habe ich hier im Südamerika-Bereich wirklich KH0, pH 3 bis 4 gearbeitet, ne, dauerhaft. Und ich sag mal, da haben sie selbst Neons vermehrt. Und auch da habe ich nicht den Bodengrund oder sonst irgendwas gereinigt. Höchstens beim Wasserwechsel mal die Frontscheibe. Ne? So, und ich habe wirklich da kerngesunde Tiere drin gehabt, die haben sich vermehrt, selbst Neons und so weiter. Ne?
Wobei wir hier in unserem Bereich wirklich hammerharte Wasserwerte haben. Also wir haben hier eine Gesamtwerte von 21. Ne? Also das ist schon darunter zu kommen und eine KH von 15, darunter zu kommen auf eine KH von 0, kann man sich vorstellen, was es für Arbeit war bei vier Becken. Ne? Aber wie gesagt, die Tiere danken einem das im Verhalten und so weiter. Schlicht und ergreifend einfach mal diese Ästhetikfrage weglassen. Lasst das Becken einfach leben. Schert euch nicht um Mulm oder sonst irgendwas. Ne? Der vergeht. Also ich sag mal, zum Anfang Einrichtung von so einem Becken haben wir hier natürlich Mulmablagerungen auch überall. Ne? Die entstehen, ganz klar, weil es sind ja natürlich auch nicht die Bakterien vorhanden. Ne? So, und ich kann da auch mal dichter rangehen. Ja. Stellscharf. So, auch dazwischen sieht man ja auch die ganze Jungfische überall. Ne? Wie gesagt, das ist wirklich... So, ich stelle mal ein bisschen heller. Da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und wie gesagt, also auch hier auf den Felsen habe die Kamera jetzt mal ein bisschen heller gestellt. Erkennt man vielleicht ein bisschen mehr. So, ihr seht auch da, wo die Fische rumflitzen, es wird kein Mulm aufgewirbelt. Ne? Das ist halt eben Faktum da drinne. So, und mittlerweile ist es auch so, auch hier bei mir die Rückscheiben, Seitenscheiben und sowas werden hier nicht geputzt. Das hat sich mittlerweile, löst sich dieses Problem von selbst. Das macht die Biologie. Da habe ich keine Absätze. Hier drüben das Becken, das kann ich euch mal gerne zeigen. Das Becken steht jetzt noch nicht so lange. Da sind noch Absätze hinten an der Seite. Seht ihr das da? So, das Becken lasse ich aber in Ruhe. Da hinten wird nichts geputzt, gewienert oder sonst irgendwas. Und ich kann euch versprechen, wenn ich in 3-4 Monaten eine neue Aufnahme mache, dann seht ihr davon nichts mehr. Dann ist es weg. Dann ist es wirklich weg. Und auch hier im Becken fängt langsam die Veralgung an. Ne? Die Jungs, die sind ja noch am Wachsen. Zebra Gold, Marsinje, Estree, White Pearl. Ja, die kommen jetzt alle erst in Gange. So, und hier drüben auch, kann ich auch zeigen, auch hier im Hintergrund, selbst bei dem starken Besatz, es ist keine Ablagerung oder sonst irgendwas da drin. Da ist nichts zu sehen. Das zu Anfang auch, natürlich, logisch. Ne? Aber jetzt im Hintergrund, im Nachhinein, ich sag mal, wenn die Becken wirklich gut laufen, in der Biologie eingefahren sind, ist das überhaupt kein Problem. Das, wie gesagt, ja, ich denke, hoffe, dass da einige sich Gedanken drüber machen, was es bedeutet, mit einer gesunden Biologie zu arbeiten, die Ästhetikfrage einfach mal beiseite zu schmeißen und nicht ganz so viel zu pflegen und sauber zu machen. Die wichtigste Pflege ist ein Wasserwechsel, der nach der Möglichkeit stressfrei läuft. So, ich euch das auch schon mal gezeigt habe in dem Video Wasserwechsel, Durchlaufwasserwechsel. Regelmäßig schauen und ansonsten nur die Frontscheibe sauber machen. Lasst das Becken laufen, lasst das Becken leben. Gute Durchlüftung, Wasseroberflächenbewegung ist extrem wichtig. Dann habt ihr auch keine Probleme und die Tiere danken euch das, wie man hier auch in den Becken sieht. Na? Ja, das Video musste ich jetzt einfach machen, weil ich immer wieder gefragt werde, auch gerade erst ein Bekannter da Probleme hatte und ja, bakterielle Erkrankungen und so weiter. Ne? Ja, ist aber auch einer von denen, die ständig das Becken reinigen und sauber machen, weil es steht im Wohnzimmer und ja, das darf nicht dreckig sein, da ist weißer Sand drin und da, wenn da Dreck rumfliegt und so, das darf nicht sein. Ne? So, dann sollte man das Hobby beiseite lassen. Dann sollte man irgendwas anderes machen, keine Ahnung, aber dann muss man sich wirklich Gedanken darüber machen, ob das Hobby lohnt. Genau das gleiche, wenn ich jetzt anfangen muss, zu sehr zu sparen. Ja? Ich als Aquarianer, der das schon seit über 40 Jahren macht, sage ganz klipp und klar, das Hobby kostet Geld. Das ist eine ganz klipp und klare Sache. Und ich kann jetzt überall anfangen, an allen Ecken Kanten zu sparen. Ob am Licht, an der Filterung und so weiter. Also, das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt ein Hobby
Motorradfahren habe, aber mir nur eine Hühnerkiste für 200 Euro leisten will, ne? Mit wenig PS, ja, habe ich aber auch nicht so viel Spaß dabei, ne? Und mir auch keine Werkstatt leisten kann oder Reparaturen machen will, ne? Egal welches Hobby wir haben, ein Hobby kostet Geld. So, und ich kann jedem nur sagen, wenn im Vergleich so zu den 80er Jahren ist heutzutage das Hobby im Gegenteil günstig geworden. Also wenn ich mir überlege, was wir damals an Strom verbraten haben für Heizung, Filter, Lampen und so weiter. Ja? Also ich sag mal, da ist über so ein Becken wie hier, da haben wir entweder X-Röhren drüber gehabt oder eben ein dicker HQI-Strahler. Ne? So, und die haben dann weggeballert im Vergleich zu diesen ja, gedrosselten LED-Lampen. Ne? Das muss ich hier mal überlegen. Wie gesagt, ich hoffe, für einen oder anderen ist ein Anstoß dieses Video. Lasst diese Ästhetikfrage mal weg. Lasst die Biologie einfach mal arbeiten. Macht euch Gedanken über Oberflächenbewegung, Durchlüftung und vor allen Dingen auch Absaugung, ne? der in der Umwälzung ist. Ne? Und ihr werdet auf Dauer sehen, dass ihr da wirklich mehr Spaß und Freude dran habt, auch an den Tieren selber. Ne? Ich kann jedem nur sagen, das geht jetzt nicht so von Holter die Polter, ne? Um so ein Becken so wirklich in den Rahmen biologisch einzufahren, das braucht ein halbes Jahr. Also bis zum halben Jahr müsst ihr da wirklich Geduld haben, lasst die Finger von, putzt die Frontscheibe, wenn ihr irgendwas putzen wollt und macht einen vernünftigen Wasserwechsel und regelmäßig. Das ist das Einzige, das A und O. Und hier meine Tiere bekommen wirklich mehrmals täglich große Mengen an Fressen. Auch da kann ich es mir nicht leisten zu sparen. Das sind nun mal massenweise die Tiere da drinnen, auch Jungtiere. Ne? Und wenn ich auf die Idee kommen würde, den einmal am Tag was zu geben, das wird nicht reichen. Das wird definitiv nicht reichen, definitiv nicht. Also, und hier seht ihr selber, hier ist nicht ein Tier irgendwie überfüttert oder was so was. Ich muss halt dafür Sorge tragen, dass die in kleineren Mengen über Tag verteilt bekommen. Ne? Und dass wirklich also auch jeder abbekommt. So, und selbst da bleibt bei den Futterresten und sowas, und Futter, da bleibt nichts übrig. Ne? Ich kann es dir gerne auch nochmal zeigen. Ich den da jetzt nochmal was reingebe. Da wissen die natürlich. So. Diese Menge Futter, das bekommen die wirklich also mehrmals täglich. So, und hier ist es auch so, dass das Futter, was sich jetzt hier verteilt und zwischen die Steine geht, das wird von denen auch geholt, das wird von den Jungtieren geholt. Die sind so lange in Gange, bis sie wirklich alles gefunden haben. Und wie gesagt, und da muss man halt schauen, dass wirklich jeder was abbekommt. Es gibt auch ein paar Spezialisten dazwischen, die schon ganz genau wissen, wo das Futter hineiert, so wie hinten links in der Ecke, ne? Auch die kleineren, die dann auch in den Felsspalten überall rumeiern und sich das da rausholen. Also da bleibt nicht viel liegen. Das Futter hat gar keine Chance, irgendwo liegen zu bleiben. Dafür sind unsere Ambunas einfach viel zu agil und gehen wirklich in jede Ecke und Winkel rein. Ja, das zum Thema Ästhetik, Wasserqualität, Mulm, Dreck und so weiter, Beckenreinigung, wie so etwas aussehen sollte. Dann kann ich auch die Kamera wieder dunkler machen. Ja, geht nicht. Heller geht, aber dunkler nicht. Auch lustig. Na gut, egal. Ja, ich hoffe, das war jetzt wirklich ein Anreiz und der eine oder andere macht sich Gedanken drüber, wenn Fragen sind, wie immer in den Kommentaren. Wenn ihr persönlichen Kontakt haben wollt, schickt mir eure E-Mail-Adresse in den Kommentaren und dann nehme ich mit euch Kontakt auf und dann können wir auch gerne über WhatsApp, weil die Nummer selber jetzt so reinzuschreiben. Ne? Ich werde auch jetzt nochmal ein neues Kanalvideo machen, das ein bisschen ansprechender ist. Ne? Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Wünsche euch viel Spaß mit eurer Aquaristik.
Und ich freue mich über Likes, Abos und natürlich auch Fragen. Bis denn.